Vergrößern, Verkleinern. Paul Dairest habe scherte Mercedes den vierten Tagessieg der Saison. Urheberrecht ximages.com. Paul Dairest beschert Mercedes den vierten Tagessieg in der DTM. Ein Markenkollege rundet den Erfolg in Ungarn ab. Die BMW-Piloten enttäuschen. Mercedes-Doppelsieg in Ungarn, der Schotte Paul Dairest und Lukas Auer, Österreich, haben dem Stuttgarter Hersteller den nächsten DTM-Erfolg beschert. Dairest gewann am Samstag das fünfte Saisonrennen auf dem Hungaroring vor seinem Markenkollegen Auer und dem Schweizer Nico Müller im Audi. Für Mercedes, das sich zum Ende der Saison aus der Serie zurückziehen wird und künftig in die Elektroserie Formel E wechselt, war es der bereits vierte Saisonsieg. Enttäuschend verlief das Rennen dagegen für den Meisterschaftsanwärter Timo Glock und das gesamte BMW-Team. Glock blieb als 14 ohne Punkte, der noch beste BMW-Pilot war der Kanadier Bruno Spengler auf Platz 12. Titelverteidiger René Rast, dessen Audi bei einem schweren Unfall auf dem Lausitzring schwer beschädigt worden war, zeigte sich dagegen gut erholt und sicherte sich als Vierter wichtige Meisterschaftspunkte. In der Gesamtwertung verdrängte der Brite Gary Paffett Mercedes Glock von der Spitze. Punkt. Paffett, DTM Champion des Jahres 2005, wurde am Samstag Sechster und liegt in der Gesamtwertung nun 7 Punkte vor Glock. Thank you.